war natürlich nur Spaß. Das war jetzt der Hook fürs Video. Ab jetzt passiert nichts mehr Spannendes. Denn die neue Bewerbung für Seven vs. Wild Staffel 3, die soll etwas featuren, was ich noch nie gemacht habe. Und das mache ich heute. Ein langweiliges Video. So, da ihr jetzt diese Videoprämisse Hook, Line and Sinker geschluckt habt, kann ich zum Ernst der Lage kommen. Ich muss mich entschuldigen bei all den Leuten, die jetzt wieder so ein geiles Video erwartet haben, wie meine Bewerbung zu Arctic Warrior, meine Bewerbung zu Staffel 2 von Into the Wild. Geiler Film übrigens, den würde ich gerne in Staffel 3 mal reenacten, wenn das geht. Was nicht Into the Wild gehört, ist diese Scheiße hier, aber ich dachte mir, als Setting für ein langweiliges Video ist das ganz gut. Also nochmal Leute, Entschuldigung. Ja? Ich kann jetzt hier nicht nochmal, erstens kann ich das nicht übertrumpfen, was ich die letzten beiden Bewerbungen gemacht habe. Zweitens, und das ist viel schlimmer, hatte ich eine Operation, ich bin gerade erst wieder geheilt. Und drittens, das ist das Allerschlimmste, bin ich davon überzeugt, meine Zuschauer davon überzeugt und einige andere wahrscheinlich auch, wenn man die Kommentare unter Fritz Reaktionsvideos anguckt, dass meine Art von Videos, ja, haha, guck mal, ich bin lustig und ich reibe mich hier am Boden und hahaha, die ist nicht von Erfolg gekrönt. Denn wenn eines über die letzten Jahre und Monate und Folgen Seven vs. Wild, Arctic Warrior etc. pp. Klar geworden ist, dann, dass diese super krassen Survival-Leute, wie unter anderem du, Fritz, es einer bist, dass die sich super krass ernst genommen haben wollen. Und ich glaube, meine Art von Videos, wie ich sie in der Vergangenheit gemacht habe, die erreicht das gar nicht. Ich habe an den Reaktionen gemerkt, es wird gar nicht als eine seriöse Bewerbung wahrgenommen. Und das kann es ja wohl nicht sein. Ja? Was mich zu einem Problem führt. Ich soll in diesen Videos, laut Fritz, für Staffel 3 ganz toll sagen, ah ja, ich bin die Maria, 25. Ich will auch mal einen Wald von innen sehen. Das ist für mich halt langweilig und deswegen diese Prämisse, ein langweiliges Video. Es ist hier eine sehr fotogene Kameraperspektive, die mich hier reinholen kann in Staffel 3. Also völlig frei und ungespickt von Hyperbeln. Mein Name ist Robin, ich bin 31 Jahre, ich mache seit, weiß ich nicht, 13 Jahren YouTube oder so. Ich habe absolut keine Schmerzgrenze, was ich alles schon gemacht habe. Huiuiui, da flattert die Vorhaut weg. Es ist der absolute Wahnsinn. Und ich nehme Survival nicht ernst. Ich glaube, dass jeden Tag im Frankfurter Hauptbahnhof die Obdachlosen härteren Survival machen müssen, als irgendwie 7 Tage an einer Südseeinsel am Strand zu liegen und sich zu langweilen. Und deswegen bin ich vielleicht nicht prädestiniert für dieses Format. Ich finde aber schon, denn alleine ein Knossi hat ja gezeigt, dass es überhaupt nicht darauf ankommt, ob man jetzt weiß, okay, diese Bäre da, die macht mir Durchfall und diese Bäre da hinten, da kann ich dann auf einem Teppich fliegen und bin super cool. Jetzt kommt hier auch noch ein Zug, Alter. Sag mal, ich mache hier gerade eine Webvideoproduktion. Wie dem auch sei, also das würde ich ganz gerne mal beweisen, dass ich der absolut perfekte Kandidat dafür wäre, weil ich einfach locker flockig durchs Leben gehe und nicht sage, ach du Scheiße, jetzt muss ich 2 Tage nicht essen. Wie überlebe ich das? Es ist so krass, da muss ich mir erstmal hier einen Stein nehmen und einen zweiten, dann muss ich erstmal ein Rambo-Messer bauen. Fritz, ich glaube, dass ich für dich halt nicht ein guter Kandidat bin, weil ich das nicht ernst nehme und weil die krassen Survival-Leute, die wollen unbedingt ernst genommen werden. Aber du kannst mich gerne eines Besseren belehren. Ja? Nimm mich rein als deinen kleinen, süßen Thomas-Gast-Verschnitt. Ja? Ich kann auch sagen, oh, ich bin so der liebste und beste Mensch. Ich bin so ein geiler Typ. Ich bin alleine durch Japan gereist, Alter. Ich hatte nichts dabei. Ich hatte einen kleinen Rucksack und ein Skateboard. Und ich, oh, das war der härteste Survival. Und was ich in meinen letzten 10, 12, 13 Jahren in YouTube, was ich da alles gerissen habe, es ist so geil, Alter. Ich habe wirklich keine Schmerzgrenze. Das sind Geschichten aus dem Leben. Aber wenn ich hier wirklich mit irgendwelchen Qualitäten aufwarten soll, ja? Ich habe Survival-Erfahrung. Survival-Erfahrung. Überleben, ja? Ich wohne im Osten. Ich bin krasser Skater, ja? Weißt du, wie das ist als Skater? Du suhlst dich jeden Tag im Dreck, ja? Du hast da überhaupt kein Problem damit, dich im Dreck zu suhlen, weil du machst das jeden Tag. Nenn mir mal eine Sportart, bei der es dazugehört, dass du jeden Tag einfach mal mehrfach und teilweise aus 2 Metern Höhe permanent auf die Schnauze fliegst. Todesrolle! Wow, Todesrolle! Bist du deppert? Hast du gerade das Krokodil gesehen, Alter? So, was natürlich das Allerwichtigste für so ein krasses Survival-Video ist, ist ein fettes Thumbnail, das aussieht, als würde ich gerade im Dschungel sterben. Ich bin halt wirklich gerade erst aus meiner geilen Schiene raus hier mit meinem geilen operierten Schleimbeutel-Ellenbogen. Kein Schleimbeutel mehr, Ellenbogen. Und deswegen
manchmal ganz gediegen, aber ne, ihr kennt ja die Prämisse vom Video. Ich sitze hier einfach nur so da und sage, wählt mich. Wahrscheinlich läuft hier gerade irgendein Video neben mir, wie geil ich einfach bin, was ich alles schon gerissen habe, Alter, wo ich alles schon überall war. Und es war überhaupt kein Problem. Ich habe nur ein bisschen geweint und Sehnsucht nach der Mutti gehabt. Oh, Alter. Wow. Krass. For real, Alter. Wow. Ja, ansonsten guckt am besten, oder Fritz, du, guck am besten meine Bewerbung zu Arctic Warrior, zu, wie hieß die andere Sendung? Sam vs. Wild, ne? Staffel 2, kennst du, hast schon mal gehört. Also guck dir gerne die Videos an, guck dir an, was ich habe. Ich habe so viel im Netz, aber ich weiß, das soll alles hier in diesem Video drin sein. Das wird natürlich knapp, aber ich bin der Geilste, ich bin der Geilste. Nimm mich einfach mit, ich beweise dir, dass Survival gar nicht so krass ist, ja? Ich habe wirklich nicht die absoluten Kenntnisse, aber keine Sorge, ich sterbe dir da auch nicht unter der Hand weg. Es ist alles cool. Zu cool, wie ich finde. Ich finde, dieses ganze Survival-Game nimmt sich ein bisschen zu ernst, ist ein bisschen zu cool. Das ist meine Prämisse. Bitte, beweise mir das Gegenteil, indem du mich mitnimmst. Hammer, oder? Das ist der Hammer. Ich kuriere jetzt noch ein bisschen meinen Ellenbogen aus, werde sonst auch wieder ein bisschen fitter und dann kannst du losgehen. Na? Bis denn. Mir ist übrigens auch bewusst, dass es hier um Sympathien geht und dieser Faktor geht mir wahrscheinlich gerade ein bisschen ab, wenn ich so offensiv, angriffslustig daherkomme. Aber ich bin eigentlich ein ganz Lieber, ja. Ich kann auch meine Gitarre mitnehmen, aber schöne Musik, mal ein bisschen Feuer und Wonderwall und dann wird das eine ganz runde Sache.